Farsam sollte fallen, bald. Und das ist nicht irgendeine Stadt des persischen Großkönigs, das ist seine Stadt, seine Hauptstadt, sein Palast steht da. Seine Weiber, sein Harem lebt dort, sein Gesinde, seine Höflinge und all die Traditionen, die große Tradition des persischen Großreiches, das konzentriert sich da, in dieser Stadt. Und die werden wir einnehmen. Noch nicht jetzt. Wir haben einen Belagerungsring geschlossen. Und das Komische daran ist, wir schreiben wirklich alternative Geschichte hier beim Let's Play mit Alexanders Eroberung, diesem Szenario von Civ 6. Denn das hier ist ein Feldzug gegen Parsa ohne Alexander himself. Der ist ganz woanders. Der ist im Norden und kümmert sich darum, die ganzen Städte im Hinterland schnellstmöglich sich zu holen. Ist noch eine ganze Weile, die wir da unterwegs sind. Runde 23 von 50, die uns die Geschichte gönnt, oder anders formuliert, die Entwickler von Firaxis Games. Denn auf Standardschwierigkeitsgrad ist das Rundenlimit, das wir brauchen. Möglichst schnell müssen wir hier alles aufmischen. Wir haben unser Heer gesplittet in drei verschiedene und versuchen dadurch hier rapzap voranzukommen. Okay. Auf geht es. Um zwei Armeen haben wir uns schon gekümmert. Die auf Palästina vorrückt und die versucht, die persische Hauptstadt einzunehmen. Jetzt geht es hier um Tusa, die nächste Stadt hier im Norden. Wo ist Alexander? Der ist hier stationiert. Okay. Schaffen wir die Stadt in einer Runde? Nein. Hier sind diverse Bogenschützen. Die kann man schon angreifen. Aus dem Hinterland nur ein Speerträger, ein Streitwagen, unser schnelles Vorgehen, überrascht und überrollt den Gegner. Das ist gut. Aber mit den beiden hier werden wir das allein natürlich nicht schaffen. Das reicht nicht aus. Aber vielleicht mit den Bogenschützen. Wie schnell sind die unterwegs? Der würde es auch in einer Runde schaffen. Und der Hyperspist hier? Auch der. Jetzt wird es spannend. Das könnte und sollte doch möglich sein, oder? Wir ziehen mal Alexander den Großen nochmal ein Stückchen vor. Mit dem Hyperspisten geht es bis hier. Ach Quatsch, ziehen Alexander noch eins hierhin vor. Okay, dann der Bogenschütze hier mit dem hier ziehen wir auf das Feld mit dem Kollegen hier. Auf dieses, mit dem hier. Auf das Feld. Und jetzt, na, da müsste doch was möglich sein. Wir ziehen mit dem, mit Alexander, lass mich einen Moment nachdenken, wir ziehen, es ist der Bogenschütze dran. Der kann aber auf die hier nicht feuern. Der kann auf die Stadt feuern, schwächt die aber kaum. Den nehmen wir uns lieber gleich vor für den Angriff auf die Bogenschützen. Das wird klüger sein. Diese Eteiros, die sind kampfstärker, nochmal plus 5 kampfstärke Punkte mehr, wenn Alexander direkt neben ihnen steht. Jetzt hat er allerdings keine Möglichkeit mehr, weiterzuziehen. Wir sind in die Kontrollzone rein. Ein Angriff von hier oben, bedeutender Sieg. Und damit könnten wir die Stadt sogar komplett einnehmen, mit ein bisschen Glück oder mit dem Hyperspisten hier. Der schafft das erst recht, der schafft das ganz locker. Er schafft's nicht. Winzig kleiner Rest an Verteidigung hier noch. Aber jetzt fällt die Stadt. Tusa gehört uns. Damit heißt das, ihr lieben Bogenschützen der Perser, ihr seid jetzt auf unserem Geländer, auf unserem Territorium, werdet wie alle anderen Wegelagerer und Halsabschneider behandelt, als Banditen, die wir verjagen werden. Der geht sich an einer Runde drauf. Mit dem Bogenschützen können wir wie weit feuern? Über den Hügel hinweg nicht. Der hat 5, 1, 2, 3. Ja, wir können nicht mit Bogenschützen auf Bogenschützen. Den kriegen wir nicht irgendwo postiert. Doch hier vielleicht.
Ja, wir können ihn hier postieren und dann hier drauf schießen lassen. Das geht. Also erstmal der hier. Das hat nicht ausgereicht, aber mit ihm jetzt hier hin. Dann sollte er noch einmal feuern können und dann, ganz genau. Alexander, den Großen können wir nicht mehr postieren, deshalb bleibt er Etairos hier. Ohne Schutz durch ihn. Wir behalten die Statusa selbstverständlich. Und werfen einen Blick in die Stadt hinein. Die Nahrungsproduktion 2 wird zu viel produziert. Das heißt, Verteilung der Bevölkerung ist hier zu nahrungslastig. 8 Nahrung wird produziert. Aber die stehen alle schon auf guten Feldern. Das sind schon die bestmöglichen Felder überhaupt. Das kann alles so bleiben. Alles bestens. Kein Grund, hier irgendwie einzuschreiten. Dann bauen wir noch was. Und zwar das übliche Lager. Und wie immer postieren wir das nicht hierhin. Weiter vorne. Jetzt sieht er nur ein Feind rein. Sondern ein Stückchen, ein kleines Stückchen weiter hinten. Auf die Straße. Dorthin. Jetzt holen wir die Truppen von hinten nach. Müssen aber daran denken, dass wir hier noch einen schweren Streitwagen der Perser haben. Die Stadt Isfahan liegt uns noch direkt vor der Nase. Die haben wir nicht eingenommen. Können wir einnehmen mit dieser Armee hier und dann Alexander den Großen weiterziehen lassen. Die Armeen müssen sich ja eh aufsplitten gleich. Eine Armee Richtung Süden, eine Richtung Norden. Wir haben hier keinen Belagerungsturm. Den können wir uns jederzeit kaufen. Hier haben wir auch keinen. Hier brauchen wir einen gleich für Syra im Norden. Alexander der Große wird hier selber die größere Strecke machen und hier runter bis zu dem indischen Stadtstaat reisen, auf dieser Hauptstraße immer Richtung Norden. Und der Kollege hier, der unterstützt den. Dann kriegen wir den nächsten großen General, den bekommen wir schon in Kürze. Und der bringt, das ist mehr so ein Kämpfer. Sollen wir Isfahan einnehmen oder sollen wir uns denken, wir können auch mit den Truppen hier in Parsa Pura einnehmen? Ne, wir müssen von Pura ja auch noch Sranka einnehmen. Und die Stadt ist hier auch noch. Also ich glaube, das wäre schon ganz gut, wenn wir uns kurz hier um Isfahan kümmern. Das wäre echt gut, damit wir die Stadt nicht vergessen. Sicher ist sicher. So, dem geht es nicht wirklich gut, dem Bogenschützen. Dem schweren Streitwagen, der Hoplit, könnte sich den holen, aber ich hätte schon gerne möglichst bald den nächsten großen General. Das heißt, wir lösen das Problem mit diesem Hypaspisten stattdessen. Kommen dann aber nicht in einer Runde bis zur Isfahan hin. Ist egal, wir brauchen sowieso eine Runde weiter noch. Ist auch nur noch einen weiteren Punkt für einen nächsten großen General. Hypaspisten hier. Geht jetzt bis hier hin.
große General hier hin. Hoplit Nummer 1. Dorthin. Dieser Hoplit hier. Den lasse ich mal eine Runde aussetzen, damit er ein bisschen heilt. Der Bogenschütze hier steht nicht in unserem Territorium. Heilt da also auch nicht wirklich. Deshalb ziehe ich ihn mal in unsere Stadt rein. Und dann soll er da bitte heilen. Könnte die Stadt schon mal schwächen. Aber die halten auch wirklich nur wieder aus. Das macht keinen Sinn. Setze ich mal eine Runde aus. Und der bleibt auch an Ort und Stelle. Naja, mit dem Bogenschützen könnten wir auch einmal feuern. Aber der könnte nur auf das Lager feuern, das macht keinen Sinn. Eine Runde weiter. Jede Wette, dass hier gefeuert wird gleich. Drei verschiedene. Der Perser produziert Bauarbeiter als Handwerker zur Verteidigung seines Reiches. Naja. Der eine eingekesselte Bogenschütze bei Tusa versucht sich zu befreien. Das wird ihm nicht gelingen. Die Bevölkerung der Hauptstadt Parsa verteidigt sich heldenhaft. Auch das Lager vor den Toren entsendet Steine von den Steinschleuderern auf unsere Truppen. Unsere Galeere wird angegriffen, aber ob das reichen wird, ich glaube es nicht. Eine große Persönlichkeit. Der nächste große General steht uns zur Verfügung. Da wurde ein Lagertraining erfolgreich absolviert oder mehrere. Und dadurch wurden große Generalpunkte absolviert. Jetzt gehen wir da rein davor. Kümmern wir uns erst um hier unten, um Parsa. Um die Hauptstadt. Der Belagerungsturm zieht vor. Jetzt können alle unsere Truppen, weil auch der Hypaspist, Ballung, weil der große General direkt davor steht, sofort angreifen. Das wird eine Weile dauern. Das geht nicht schnell. Die Stadt steht auf einem Hügel. Das gibt ihr zusätzliche zusätzliche Kampfstärke. Hat eine Mauer. Das wird eine Weile dauern, aber wir werden die klein kriegen. Nicht mehr ganz, ganz sicher. Wir können ja darauf feuern. Kleiner Stadtschaden. Aber immerhin einer. Dann ziehen wir mit. Genau. Dann machen wir das aber so. Den Alexander. Pardon, den General Meleagros. Den geben, stellen wir hier hin. Weil dann eigentlich, wenn ich das richtig sehe, der Etairos gleich beim Angriff noch einen zusätzlichen Kampfstärkewert bekommt. Hier steht Kampfbonus durch großen General plus 10. Und der hier, wenn der hier angreift, plus 10 und plus 5 durch angrenzenden großen General. Wenn ich mich nicht täusche, dann ist das so, wenn wir den Meleagros hier hinziehen, dass dann der immer noch diesen Kampfbonus hat, angrenzend, obwohl der auf demselben Feld steht. Und der hat ihn zusätzlich. Genauso funktioniert das. Dann greifen wir erstmal mit dem an. Das sollte die stärkste Einheit sein. Das ist mit dem vermutlich die zweitstärkste, auch wenn der leicht beschädigt ist. Das ging aber schnell. Cool, innerhalb von nur einer Runde. Wunderbar. Und den gerade frisch produzierten Handwerker haben wir auch noch erfolgreich versklavt. Wie gut, dass sie in der Antike etwas andere Sitten herrschten als heutzutage. Stadt behalten. Yep. Lager ist schon da. Kleines Freudenfest ausrichten. Ja. Juhu!
wir haben die persische Hauptstadt eingenommen. Hier, nimm das, persischer Großkönig. Wo ist er eigentlich? Wahrscheinlich stiften gegangen. Das ist er ja damals wirklich. Hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Nach einer vernichtenden Niederlage, allerdings bei einer großen Schlacht auf dem Feld, ist der persische Großkönig stiften gegangen mit seinem Gefolge. Irgendwo ins Hinterland ist er verschwunden und ist dann dort von Häschern, nicht von Alexander selber, sondern von anderen Häschern niedergemetzelt worden. Ein ganz unwürdiger Tod für ihn. Und wir können schon den Weg Richtung Pura auf uns nehmen. Um Isfahan kümmern sich die Kollegen da oben, ja? Klasse. Aber wir bleiben natürlich mit unseren Etairos und Tairi erstmal hier in Reichweite. Die sollen sich ja schnell voranbewegen. Der bleibt sogar bei dem hier lieber auf demselben Geländefeld. Sicher ist sicher. Wohl, wo soll hier ein Feind herkommen? Ich wüsste es nicht, woher. Der setzt da eine Runde aus. Der setzt noch eine Runde aus. Produktion in Parsa. Ach, erstmal die in unserer Hauptstadt Lagertraining, klar. Und darüber hatten wir beim letzten Mal gesprochen. Achso, wir schauen erstmal, ob... Und ja, Moment mal. Handwerker 1. Mehr Wohnraum. Für Pella. Hat nicht ausgereicht. Ein Wohnraum mehr für Kalkidiket. Es sollte aber ausreichen. Ja. Na, ist noch nicht drin. Mal abwarten. Kann auch noch so ein Übernahmefehler sein. Den großen General werden wir gleich wegbeamen an die Front. Ich hasse das, ja. Also hassen ist übertrieben, aber ich finde das Feature des Beamens von großen Persönlichkeiten unatmosphärisch. Deshalb vergesse ich das auch immer wieder, weil ich das verdränge. Unangenehmes wird verdrängt. Wir sind ja hier nicht beim Psychiater. Deshalb können wir es uns leisten, so Dinge zu verdrängen. Und was wir aber machen hier, wir werden die Bevölkerung umverteilen und gehen hier komplett in die Produktion. Das ist mir sogar, obwohl hier plus 2 jeweils an Gold, ach, bei 176,8. Wir gehen hier auf Produktion. Wir stellen Produktion als Schwerpunkte ein. Jetzt ist der Wohnraum auch da, schaut mal. Wer sagt's denn? Plus 2,2 an Bevölkerung. Wenn wir den hier wegmachen, haben wir in 6 Runden den nächsten Bürger. Aber für welchen Preis? Schaut euch das immer an. Solche Felder hier, da habe ich keinen Bock drauf. Nee, nee. Achso, ich hatte hier Produktion annulliert. So haben wir in 8. Wir machen das so. In 8 Runden an Neuenburg. Ach, das lohnt sich nicht. Ach, wir lassen es so, wie es ist. So ist okay. So können wir es machen. Das ist ein netter Kompromiss. Alles klar. In Halikarnassos Lagertraining abgeschlossen. Nächstes Lagertraining kommt dazu. In Alexandretta Dito. In April ebenfalls Arbil. Entschuldigt bitte, nicht April. April ist, glaube ich, was anderes. In Hakmatanas so viele abgeschlossene Lagertrainings. Überall Lagertraining, noch und nöcher. Okay. Jetzt holen wir uns Isfahan. Ziehen eins vor mit dem großen General. Sie mit dem Hypaspisten hier hoch. Mit dem dorthin, mit dem Hoplit hier hin. Jetzt müssten wir das eigentlich in einer Runde schaffen, oder? Ich denke schon. Na, wird knapp. Nicht unbedingt. Da brauchen wir denn die Hilfe unserer Bogenschützen.
Ist nur ein geringer Schaden, den die durchführen, aber es ist immerhin einer. Das könnte das Zünglein an der Waage sein, dass wir es in dieser Runde packen. Der schafft es nicht bis zur vordersten Front, ne? Also bis hierhin. Nein, der schafft das ganz und gar nicht mit seinen kläglichen 2 Fortbewegungspunkten. Dann wollen wir mal angreifen. Die stärkste Einheit sind die Hyperspisten. Haben die spezielle Beförderung schon, die uns hier helfen. Zum Beispiel Angriff. Nein, das ist der allerstärkste. Das ist der zweitstärkste. Das ist der drittstärkste, ein stinknormaler Hoplit. Es hat nicht gereicht. Ja, das halt nicht. Der bleibt an Ort und Stelle. Der muss sich nicht weiter nach vorne bewegen, den wird da auch niemand bekommen. Und wir können jetzt mit, nachdem das nicht geklappt hat, und stattdessen um Alexander den Großen kümmern, der wahrscheinlich auch viel besser ist als seine großen Generäle beim Einnehmen fremder Städte. Der wird den Kollegen jetzt mal zeigen, wie man das richtig angeht und wie man im Handumdrehen ein Perserreich aufmischt. Wobei, es war ja trotzdem, finde ich, ein herausragendes Jahr, dieses Jahr 328 vor Christi, denn die persische Hauptstadt fiel. Trara, trara, die Mauern brachen zusammen und Alexander der Große konnte sich den Luxus leisten, eine solche Heldentat durch einen seiner Untergebenen verrichten zu lassen, hat einen anderen General vorgeschickt. Das zeigt auch die wahre Größe eines ganz, ganz Großen der Geschichte, der es sogar unter seiner eigenen Würde hält, die Hauptstadt seines größten Feindes einzunehmen. Ganz schön arrogant.